Hallihallo, Hallöchen, herzlich willkommen zu Für mich ist auch die letzte Runde, mein kleines Stricktagebuch hier auf YouTube. Mein Name ist Julia, ich bin 42, Lehrerin hier in Nürnberg und ich nehme euch mit und zeige euch, was ich die Woche oder die letzten 2 Wochen so alles gewerkelt habe. Vorneweg, wie immer, Dauerwerbesendung, weil ihr könntet ja und überhaupt. Dann, wie immer, alles, was ich sage und erzähle, ist unten in den Shownotes. Da findet ihr alle Links, alle Namen, alle, ja, alles. Und wem langweilig ist oder wer irgendwo unterwegs merkt, er hat eigentlich gar keinen Bock auf mich heute, dem empfehle ich wie immer meine, auch gleich unten der erste Link enthaltene Liste mit deutschsprachigen Strickpodcasts, über 130 Stück, also kann man sich mal durcharbeiten. Vielleicht entdeckt man ja noch was Neues. Auch hier an der Stelle danke, ich habe diese Woche mal wieder eine E-Mail erhalten von jemandem, der noch was Neues entdeckt hat. Ich habe es, glaube ich, noch nicht eingepflegt, aber ich werde es tun. Genau. Auch da gerne, wenn ihr einen Strick-Podcast entdeckt und der Meinung seid, der ist noch nicht in meiner Liste drin, dann schreibt mir einfach, sagt mir Bescheid. So. Ja, letzte Woche war ich etwas spät dran. Also da hat mich die Technik so richtig gern gehabt und mich schier in den Wahnsinn getrieben. Deswegen sorry auch nochmal, dass der zu spät hochgegangen ist und dann ich auch keine Nerven mehr hatte, noch groß Text und Untertitel, wie ich sonst immer mache, einzufügen. Also zumindest die Sachen hinzuschreiben, die ich in die Kamera halte. Aber wie gesagt, ihr habt ja hoffentlich alles unten gefunden, was ihr gebraucht habt. Dann auch noch zu letzter Woche vielen, vielen, vielen Dank für eure Rückmeldungen zum Lehrerzimmer. Ich hader ja immer mit mir manchmal, ob ich was sagen soll oder nicht. Aber wie es uns wahrscheinlich allen ging, war das einfach was, was ich mir mal von der Seele reden musste. Und das ist halt hier auch mein Safe Space dafür, dass ich mich hier auskotzen kann, wozu immer ich mich gerade auskotzen möchte. Wer sich das nicht anschauen will, kann ja weiter skippen oder wegklicken oder muss sich das gar nicht angucken. Aber Fakt ist, es war mir wichtig und ich bin sehr, sehr froh, dass mir doch viele auch zurückgemeldet haben, dass ihr das ähnlich empfindet oder ähnlich seht wie ich und deswegen auch froh wart, das mal nochmal hier verbalisiert zurückgeworfen zu bekommen. Ich glaube, das war jetzt irgendwie ein deutscher Satz. Also auch dafür danke. Sowieso immer, es gibt ja Leute, die wirklich jede Woche, jedes Mal total lieb hier schreiben. Ihr seid mir nicht böse, wenn ich nicht jedes Mal antworte, schriftlich, sondern also immer, wenn ich ein Herz drunter mache, dann habe ich es gelesen und es ist ein geschicktes Herz an euch und fühlt euch da gedrückt und manchmal habe ich einfach nicht mehr dazu zu sagen und ja, wenn ich Zeit habe, nehme ich sie mir, um auch mal was dazu zu schreiben, aber es klappt halt einfach nicht immer. Jo, was ist sonst passiert? Schule hat wieder angefangen, tatsächlich entspannter, als ich befürchtet hatte. Schüler sind ganz gut drauf, gerade so. Ja, man merkt, es geht halt jetzt Richtung Prüfung zu, aber sie geben sich Mühe. Es laufen ganz viele natürlich im Hintergrund jetzt schon Sachen an. Also wir stehen praktisch alle schon mit einem halben Fuß im Startblock, falls jetzt doch dann die Klassen für geflüchtete ukrainische Kinder wieder aufgemacht werden müssen und so weiter und so fort. Also das betrifft uns ja dann auch immer sehr schnell. Sonst, ja, alles beim Alten, nicht viel Neues. Wird heute auch nicht eine super lange Folge werden, weil ich einen recht vollgepackten To-Do-Liste habe. Ja, aber möchte ich trotzdem ein bisschen zeigen, was ich gemacht und getan habe. Und deswegen können wir jetzt eigentlich schon direkt zur Hausaufgabe rüberspringen. So, jetzt hätte ich es fast noch vergessen. Natürlich auch, die Gewinne für den Deckenporno mal sind inzwischen angekommen, so wie ich das mitbekommen habe. Sollte noch irgendjemand irgendwas vermissen, bitte meldet euch nochmal, aber ich glaube, ich habe so bei allen, die ich auf dem Schirm hatte, gesehen, dass Dinge angekommen sind. Deswegen gehe ich davon aus, dass alles geklappt hat. Falls nicht, ja, wie gesagt, rührt euch bitte nochmal. Aber ich denke, es hat hingehauen. Und ja, wollte ich nur nochmal kurz sagen. Also auch hier, Herr, danke für die Rückmeldungen. Danke fürs Mitmachen nochmal. Jetzt aber wirklich, wirklich zur Hausaufgabe. So, dann ist es was fertig geworden.
Ich habe euch ja letztes Mal im Pausenverkauf gezeigt, dass mein letztes Knäuel von der 100% Sheep angekommen ist. Und es ist natürlich so gewesen, wie ich es befürchtet hatte. Ich habe nicht mehr allzu viel davon gebraucht. Also wenn es jetzt vielleicht noch ein bisschen was über die Hälfte ist. Ja, aber nachdem ich auch keinen Rest auftreiben konnte von irgendjemandem oder ein übriges Knäuel, ist es halt jetzt so. Mal gucken, was ich aus dem hier mache. Ist halt schon ein sehr spezielles, sehr dickes Garn. Für viel wird das nicht mehr reichen. Vielleicht noch für ein Kindermützchen. Mal schauen. Oder vielleicht. Ja, das Problem ist, es ist halt dieses ganz lose, versponnene, reine Schurwolle. Also so Küchenutensil oder so ist nicht wirklich. Weil dafür wird es noch lange in den Topf lappen oder sowas. Mal gucken. Irgendwas wird mir einfallen, was ich noch damit mache. Oder ich finde jemanden, der es mal brauchen kann, weil er es für irgendwas anderes hernimmt. Ja, aber also wie gesagt, dieses letzte Knäuel war ja letztes Mal angekommen. Und dann habe ich gesagt, mir fehlt ja nicht mehr viel. Na? Der Plan ist, dieses Ding hier fertig zu kriegen und ich habe es geschafft. Also gut, ich habe noch nicht vernäht. Waschen und spannen werde ich sie nicht, weil, also keine Ahnung, das ist halt einfach eine Decke. Das ist ein Rechteck. Und ich glaube, wenn man das wenn man es wäscht und spannt, ja, passiert da jetzt auch nicht mehr viel Spannendes. Aber you see it, it's done. Alle vier Ecken sind da, wenn auch noch nicht vernäht, aber sie ist fertig und ihr seht, sie ist auch groß. Also das ist so die Länge, die ist naja, fast quadratisch. Ja, das Ding wiegt unfassbar viel. Ich weiß gar nicht, da sind jetzt keine Ahnung, 2 Kilo Wolle drin. Also eine Menge Holz. Oder aber fast schon so Therapiedecken-Style. Aber sie ist fertig. Das heißt, wann auch immer jetzt die Gelegenheit, für die sie gestrickt wurde, dann doch endlich stattfindet, kann ich sie auch verschenken und muss mir darum jetzt keinen Kopf mehr machen. Und das ist sehr gut. Muy bien. Huh? Sonst ist nichts fertig geworden. Macht aber auch nichts. Ich habe dafür ja ein bisschen weitergemacht an anderen Sachen und vielleicht auch ein bisschen was Neues angefangen. Deswegen gehen wir gleich weiter zum Werken und da kann ich euch das dann auch mal zeigen. Werken, werken, werken. Mit einem ordentlich gerollten fränkischen R. Ich arbeite mich von klein nach groß durch. So. Projekt 1. Die Diamonds in the Light, die sollen jetzt wirklich endlich fertig werden. Das ist immer noch Mission, möglichst keine UFOs entstehen lassen. Na, einer war ja schon, beim anderen hatte ich die Spitze angestrickt, damit ich nicht ins Second Sock Syndrome verfalle. Und tatsächlich, ich habe weitergemacht. Ja, da ist es wieder dieses schöne Diamantenmuster. Diamonds in the Light, Twilight inspiriert. Ja, auch auf dieser wunderschönen glitzerigen petrolfarbenen Wolle. Da sind jetzt 2 Mustersätze drin. Wenn ich den anderen daneben halte, seht ihr, also da hat es jetzt noch einen, bis ich mit der Ferse einsteige und dann nochmal 3 für den Schaft. Also 2 von 6 sind erledigt, es geht voran und wenn ich mal angefangen habe, dann geht es eigentlich auch vorwärts. Also auch die werden zeitnah, also zumindest nicht erst im halben Jahr oder so, ihr Ende finden. Und dann habe ich ein wunderschönes neues Paar Socken für mich. Und da freue ich mich schon drauf. Also, guck, na, ich bin echt wirklich jedes Mal, wenn ich es in die Kamera halte, bin ich wieder begeistert davon, wie geil diese Wolle glitzert. Das hat die schon gut gekonnt, die liebe Countess of Blaze. Das ist ihre Viscount of Spark Base. Wie gesagt, sie färbt ja leider nicht mehr, ihr Laden ist dicht. Aber falls ihr mal irgendwie eure Hände ran bekommt, also Viscount of Spark wirklich irre und null kratzig. Also man hat ja oft bei so Glitzerwolle, dass dieses Stellina dann da irgendwie na, stört, kratzt, Dings, gar nichts. Und aber so schön. Auch nicht so große Stücke oder dicke Fasern, ganz, ganz dünn, ganz, ganz fein. Fast als hätte man so ein dünnes Beilaufgarn dabei. Richtig, richtig hübsch. Ja, genau. Wird vorwärts gehen. Es sind die Diamonds in the Light Socks von Lisa K. Ross aus diesem Twilight-Paket.
Ja, that's it. Gut, dann zweites kleines Projekt. Ich habe ja gesagt, mal gucken, vielleicht mache ich die Schafherde noch voll beim Wolfsocken-Schafe-Kall von der Sarah Linde im März. Also drei Paar, weil ich hatte ja mein Paar Minecraft-Socks schon letztes Mal gezeigt. Also zumindest Fotos waren ja schon weg. Und habe jetzt ein zweites Paar Socken mit einer Anleitung mit M angefangen. Nämlich, jetzt hole ich es mal bloß schnell raus, weil Namen sind wie immer Schall und Rauch. Also, es sind die Mr. X Socken von Kerstin Bettig, auch eine Anleitung auf Ravelry. Ich meine kostenlos. Nagelt mich nicht drauf fest, aber ich bin mir ziemlich sicher. Und ich habe mir, weil ich nach letzter Woche einfach was für die gute Laune gebraucht habe, direkt diesen wunderhübschen Strang Laine du Nord Regenbogenfarben gekrallt, den mir die liebe, sorry, ich hatte es gerade, die Wolle hängt im Reißverschluss. Der Albtraum jedes Strickers. Wie kriege ich das jetzt raus, ohne die Wolle zu zerrupfen? Die hat mir ja die liebe Evelyn mitgebracht, als wir uns für die Auslosung getroffen haben. Und ich bin da ja sofort so mit solchen Blinkeaugen drauf losgestürzt. Und das war jetzt, okay, gerettet. Ja, und habe mir den jetzt auch gleich gekrallt. Also ihr seht, der hat einen wunderschönen Regenbogenverlauf. Habe mir den gleich gekrallt, um damit zu stricken für die gute Laune. Und das funktioniert auch ganz gut. Also ich hänge an dem Teil dran und das ist der klassische Effekt jeder Ringelsocke. Ach, ein Streifen geht noch. Kombiniert mit diesem Muster, und das zeige ich euch das hier mal. Ich habe mal wieder meine Sockenbretter vergessen, natürlich. So, mit diesem Muster, was eigentlich jetzt nichts Pompöses ist, das ist so eine ganz einfache rechts-links gestrickte Raute, wodurch eben diese Xe entstehen, das heißt ja Mr. X. Aber in Kombination damit ist es so, ach, den Streifen noch, beziehungsweise, naja, komm, die Raute noch fertig und so. Wuppelt sich das da irgendwie ganz schön zügig durch. Ich finde, es verträgt sich super gut mit gleichmäßig gestreifter Wolle zumindest. Es stört da gar nicht, aber es gibt noch mal so ein bisschen einen Kick beim Stricken. Kann ich mir aber auch gut auf Uni vorstellen und ich kann es mir tatsächlich auch gut auf einem sehr unruhigen Garn vorstellen, weil ja, Struktur kommt trotzdem ein bisschen durch und man hat nicht so Langeweile beim Stricken, aber es stört nicht. An den Seiten läuft hier so ein kleines Rechts-Links-Muster, auch so ein, wie sagt man da? Ja, keine Ahnung. Also, es ist nicht richtig ein Bündchen, weil es immer in einem bestimmten Rhythmus abwechselt, aber halt so ein kleines, ja, Rechts-Links-Muster mit links und rechts. Unten hatte ich am Fuß, weil ich wieder mehr Maschen brauche fürs Muster, als ich brauche für den Fuß, habe ich wieder mein gefaktes Bündchen eingebaut, damit es dann eben nicht so rumlabbert. Und jetzt bin ich über die Ferse drüber und hinten fange ich jetzt eben auch mit der ersten Raute an, dass wir dann vorne und hinten Raute haben. Der Plan, also ihr seht, so viel habe ich im Regenbogen schon. Und wenn ich euch jetzt mal den dagegen halte, seht ihr das hier. Das ist der erste Farbstreifen hier unten. Also wenn ich das Grau mitnehmen möchte für die Spitze, kann ich den hier noch in den Socken reinstricken. Also bis dahin muss ich noch. Das ist jetzt noch dieses Violett, dann diese zwei lila Töne, das dunklere Blau und das Mittelblau. Also die gehen jetzt noch hier rein. Und dann zipp, schneide ich den Faden ab. Werde wahrscheinlich mit einem extra Garn überlege noch, ob ich schwarz-weiß-grau nehmen soll. Das halte ich dann hin, wenn der Socken fertig ist. Mit einem extra Garn das Bündchen oben machen, damit ich dann eben wirklich zwei gleiche Farbverläufe hinkriege. Ja. Und also mega. Und wie immer tatsächlich meine Kamera, ich weiß nicht, wie sie es macht, aber sie Farben hat sie echt gut drauf. Ja, die sind so knallig, die sind so fröhlich, die sind so bunt. Und mir gefallen die super gut. Mir gefällt es auch gut, diese Idee, dass hier so dieses Beige eher dazwischen ist, dieses Beige-Grau statt ein richtiges Grau. Finde ich auch mal ganz schön. Es hat so eine gewisse Wärme. Und das changiert, habe ich immer das Gefühl, dann auch so ein bisschen mit den Farben. Ne? Also hier wirkt es recht kühl. Da hat es fast so ein bisschen einen Grünstich mal. Hier ist es schon fast gelblich. Da oben wird es jetzt nah, kriegt so einen Rot-Touch und dann, ja.
Obwohl ich immer meine, wenn die Farbe kommt, sie schon richtig grau ist. Aber gut. Naja, sind da manchmal auch so ein Speckel drin. Ja, ich mag's. Ich mag es. Hier hinten auch dieses Knallorange, das komplett in die Ferse fast reingewandert ist. Auch sehr schön. Ja. Die Mr. X Socken von Kerstin, das habe ich schon wieder vergessen, Kerstin Bettig aus der Laine du Nord. Ein Geschenk vom Puppenhäcksler. Paint Sock Luxury Line und das ist die Farbe 20 für alle, die es interessiert. Ganz normal 75, 25, also ganz normale Sockenwolle tatsächlich. Und auch die werden für mich werden. Gerade mal wieder sehr egoistisch beim Sockenstricken, aber ich habe jetzt auch viel für auswärtig gestrickt. Naja, zumindest das wäre das zweite Paar. Ich weiß, ich hoffe, ich kriege es noch im März fertig. Und dann bräuchte ich noch ein drittes. Und da weiß ich nicht, ob ich das noch hinkriege. Auf der anderen Seite, wenn ich mal wieder die Sechsfachwolle in die Hand nehme und ein paar Sneakersocken mache, die sind ja eigentlich auch schnell runtergeklöppelt. Könnt ja auch eine kleinere Größe machen mit was Grünem drin. Für die Aktion grüne Socke. Dann könnte ich das vielleicht sogar noch schaffen. Wir bleiben gespannt. Was ich auf jeden Fall nicht mache, ist die Sock Madness. Aus Gründen. Also, jeder, der da Spaß dran hat, nur zu. Ich habe da auch schon mal erklärt, warum das für mich nichts ist. Aber ich denke mal, es wird wieder eine Sock World Championship geben nach der Sock Madness. Und da freue ich mich schon drauf. Das ist die etwas entspanntere Variante. Ja, da bin ich dann wahrscheinlich wieder dabei. Gut. Dann wir wieder die Eier- und Specktasche. Und da drin versteckt sich mein New Fern Tuch. Das wächst und wächst und wächst. Versuche ich mal bloß so zu halten, dass ich den Markierer habe. Genau hier. Also hier seht ihr unten den Markierer. Dahinter. Da bummelt er. Na, letztes Mal hatte ich genauso fertig, dass ich die erste Reihe dunkel wieder angestrickt habe. Die ist fertig und ihr seht, ich bin auch schon ein gutes Stück im Hellen drin. Da fehlt mir jetzt noch 1, 2, 4, 5, also nochmal das gleiche, nochmal 5, also 10 Reihen insgesamt. Dann nochmal diese Lochmustermasche und dann habe ich den Aufbau sozusagen fertig. Und so viel ich mich jetzt an die Anleitung erinnere, geht es dann schon wieder rückwärts. Also wir stricken dann so lange ab, bis halt eine zweite Spitze entsteht. Ihr seht auch, dass diese Lochmustermitte. Na, wo ist sie? Da ist sie. Also ich sehe sie ganz gut hier. Ah ja, so. Gegen das Licht kommt sie ein bisschen raus. Also die Lochmustermitte, die muss doch vor der weißen Wand. Da ist sie. So, die ist jetzt schon wunderschön hier rüber gewandert. Na, die wird jetzt auch noch ein paar Maschen hier rüber wandern, bis sie wirklich in der Mitte ist. Und dann wird eben da gleichmäßig abgenommen. So, dann einmal zum Hinhalten. Das hier unten war die Anschlagskante. Na, dass dieses Lochmuster noch ganz links und dann wandert es eben mittig und dadurch entsteht diese Form. Ja, also der hat jetzt schon gut Größe, sage ich mal. Ja, da entsteht eben dieser Zipfel dann. Und von da geht es jetzt dann spitz wieder zu. Also es wächst. Ich denke, auch hier wird es zügig vorwärts gehen. Tut es ja schon. Also das ist wirklich so, das strickt sich so schön, weil es ist dumpf genug, dass man es schön beim Fernsehen nebenbei machen kann, aber nicht so langweilig, dass es einen annervt, sondern dadurch, dass man ja, na, immer diese Lochmustermitte hat und dann zu- und abnehmen muss, hat man so jede Reihe ein bisschen was zu tun, aber dazwischen halt kraus rechts, was man schön stumpf vor sich hinstricken kann. Und auch hier dieser Effekt, naja, komm, eine Reihe noch, eine Reihe noch. Der kommt jetzt bei mir natürlich auch hauptsächlich durch diesen Farbwechsel. Da bin ich eigentlich ganz froh, dass ich das notgedrungen eigentlich gemacht habe, weil dadurch jetzt für mich auch so dieser Effekt, naja, komm, ein Farbwechsel, die zwei Reihen machst jetzt noch schnell, dann kannst die nächste und so. Weiß nicht, wenn ich das Unifarben stricken würde, ob ich nicht vielleicht doch inzwischen auch so Ermüdungserscheinungen hätte. Aber so geht es jetzt ganz gut. Gestrickt aus der Malabrigo Lace. Ein ganz, ganz tolles, edles Lace Garn. Es hat gar nichts mit Mohair oder so zu tun. Es ist wirklich nur ein ganz dünnes Merino Garn, das ich ja mal irgendwann bekommen habe, dann ergänzt habe, weil ich dachte, ich mache einen Pulli damit, das nie getan habe und jetzt endlich mal verstricke.
wie es die Strippedücker so schön sagt, die Yvonne, es ist Zeit für die gute Wolle, also bitte. Und das Ganze wird ein Geschenk und dann ist das auch gut, weil für mich wird das ewig da einstauben, weil ich mir nichts draus machen werde, das ist nicht meine Farbe. Und so findet es einen guten Platz und ich bin wieder ein bisschen was los. New Fern heißt die Anleitung, die ist von Drops Design. Ihr wisst, da gibt es ganz, ganz, ganz viele kostenlose Anleitungen. Die Webseite heißt aus irgendeinem Grund garnstudio.com, aber ja, Drops kennt ihr vielleicht als Wollhersteller sonst. Und das ist eben New Fern. Das ist die Nummer 226-26, also wer die suchen möchte, wirklich... Ich habe die jetzt doppelt gehalten, die Lace, also mit einem Fingering-Garn kommt ihr da gut um die Runden und theoretisch, es ist ein Schal, also je nachdem, was für ein Garn ihr nehmt, wird der halt größer und kleiner. Also wer noch irgendwas rumliegen hat, wo er nicht weiß, was man damit anfangen soll, ist das, finde ich, ein schöner Schal, auch eine schöne Form, eine schöne Anleitung, kann ich mir auch super gut gefadet vorstellen, also wer noch diese vier Stränge zu Hause rumliegen hat, die eigentlich zu sonst nichts passen könnte, habe ich hier auch überlegen, ob er ein Fade draus macht oder die zwei Stränge wird, braucht man wahrscheinlich einfach nur. Ja, why not? Oder wie gesagt, ihr habt zwei sehr unterschiedliche, die ihr so verstreifen könnt. Da kann man ja auch ein bisschen spielen. Man könnte ja auch jede Reihe abwechselnd streifen und dann nur diese Lochmusterblenden immer in einer Farbe und dann halt die nächste Lochmusterblende in der anderen Farbe. Ich glaube, da kann man sehr viel, sehr schön spielen damit. Tipp für alle, die noch irgendwas rumfliegen haben, womit sie nicht, sonst nicht wissen, was sie anfangen sollen. Kann mir auch super gut vorstellen, ein sehr buntes, unruhiges Garn in Kombination mit einem unifarbenen Strang. Zum Beispiel, wie gesagt, bei Sockenwolle kann man sich da ja gut was dazu holen. Entweder Sockenwolle selber oder wer das nicht mag, zum Beispiel die Ecopuno, die läuft auf 400 Meter. Von der Tamara von Knitloop, die Baby Lamp Alpaca ist Fingering Stärke und die ist super kuschelig und schön weich, also könnte man sich da auch einfach einen einfarbigen oder zweifarbig gemustert aus der machen. Ja, also da gibt es Möglichkeiten. Na, und wie gesagt, grundsätzlich kannst du alles nehmen, weil wird halt größer, kleiner, länger, wie auch immer. Nimmst halt dann noch eine größere oder eine kleinere Nadel. Jo, aber es wächst und geht voran. So, dann, die Taschen werden größer, in dieser Riesentasche, die ich aber sehr, sehr mag, wohnt ja meine Long Weekend Cardigan, Rücken fertig, habe ich euch schon mal gezeigt, Long Weekend Knit Cardigan, ja, Inspirations, ach so, jetzt habe ich wieder den Smarty Move gemacht, aber Moment, das kann man jetzt ganz schnell ändern, weil es sind nur ein paar Maschen, so, zum ersten Mal wird in diesem Podcast live gestrickt, damit ich euch die Länge ordentlich zeigen kann und nicht so halb auf der Nadel hängen. Muss ich hier noch ein paar, weil ich wieder mitten in der Reihe aufgehört habe, ein paar Maschen machen. Sind aber nur rechte, sollte also schnell gehen. So, vielleicht so vor der Kamera, dass ihr auch was davon habt, dass ich stricke. Na, komm her. Dann so diese eine Biestige, die dreimal runterrutscht irgendwie. So, jetzt aber. Viel besser. Also, Rücken ist fertig, rechtes Vorderteil. Ich habe einen Maschenmarkierer reingehängt, hier ist er. Ein kleines Kleeblatt. Passt ja, gestern war St. Patrick's Day, heute ist Freitag der 18. Jetzt haben wir 17.3. Also hier habe ich das letzte Mal, wie passend wirklich. Also das war keine Absicht, aber es hängt ein Kleeblatt im Grün. Und da war ich hier mit dem rechten Vorderteil und ihr seht, da ist gut was gewachsen. Ich habe auch schon, ich weiß nicht, ob man das schon erkennt, habe auch schon hier, ne, seht ihr, mit den Abnahmen angefangen. Also hier kommt jetzt dann der Kragen hin, das ist das rechte Vorderteil. Also so. Und hier fangen die Abnahmen für den Schalkragen an und in ein paar, ja, das geht jetzt noch ein paar Runden und dann bin ich eigentlich auch schon auf der Höhe, die ich brauche. Habe ein Vorderteil schon fertig. Das ging jetzt super schnell, weil ich natürlich nicht annähernd die Maschenzahl habe, die ich beim Rücken hatte und mit den großen Nadeln geht es auch schnell. Jetzt kommt der Mann nach Hause. Hi. Hallo.
Ja. Und dann geht das linke wahrscheinlich auch sehr schnell. Und dann brauche ich ja nur noch die Ärmel. Also ich bin guter Dinge, dass ich das doch nicht erst nächstes Jahr nur anziehen kann, sondern vielleicht schon im Herbst. Ja. Dann ist hier mein zweiter Balnoro. Also das erstaunt mich immer wieder, wie lang das Zeug doch läuft. Also mit viel, viel Glück kriege ich mit dem zweiten Ball das Vorderteil raus und dann habe ich ja noch zwei für Ärmel und das zweite Vorderteil. Also vielleicht reicht es mir ja doch noch am Ende, dass ich nichts dazu kaufen muss. Schauen wir mal. Und ein letztes, denn ich habe ja letztes Mal schon gesagt, ich habe mir die Rerum Natura Wolle geholt mit einem ganz festen Projekt im Auge und weil die Gelegenheit günstig war. Man mit dem Kauf gleichzeitig bei Wollen Berlin an die Ukraine, also an Ukraine Hilfe spenden konnte. Und ich hatte eben diese Anleitung vor Augen, Kimono von Katrin Schneider. Also ihr seht eine überschnittene Jacke mit einer ganz kleinen Knopfwände, mit einem Stehkragen und eben so ausgestellten Ärmeln und Taschen. Also ich fand es einfach total schön und total spannend vom Schnitt. Hier weg. Räum hat mir dann eben die Rerum Natura geholt, also so ein haptisch sehr trockenes Garn, nicht kratzig, aber eben auch nicht wirklich jetzt glatt. Es ist zwar 100% Wolle, aber es kratzt überhaupt nicht. Es ist einfach so richtig, ja, trocken. Mit robust verbinden eben immer viele, dass es kratzt. Also es kratzt nicht. Es ist ja. Ganz, ganz spannend einfach. Also hatte ich so jetzt in der Art auch noch nicht in der Hand, vor allem nicht in Form von Spurwolle. So, und ich konnte mich nicht beherrschen und musste anschlagen. Und habe hier mit dem Kragen angefangen. Das sieht jetzt wahnsinnig viel aus, aber ihr müsst ja überlegen, das ist ja. Oh, sehr schön. Okay, jetzt wird es spannend. Moment. So, das ist ja hier dieser Stehkragen, der dann auch noch sozusagen der muss ja weiter zugehen, als er ist, weil er wird ja so umgeschlagen. Ja, und dann steht er hier. Und das finde ich ganz cool. Gefällt mir schon ganz gut. Habe jetzt schon die ersten 2, 3, 4, 5 Reihen mit Zunahmen. Also hier wird jetzt die Schulterpartie rausgearbeitet. Na, hier hängen die Maschenmarkierer drin für die Zunahmestellen, wo die Ärmel dann reinkommen. Ja, wird gut. Ich freue mich. Das Einzige, was mich jetzt ein bisschen verwundert hat, ist, wir sollten hier mal irgendwo. Ja, ich finde das nicht mehr. Ich glaube, hier ist das. Da muss man mal einen Umschlag reinstricken, was dann das Knopfloch sein soll. Und das ist jetzt so winzig. Also es ist halt ein Umschlag. Ich kann mir nicht vorstellen, was da vom Knopf gescheit durchpassen soll. Aber gut, das gucke ich mir dann an, wenn es fertig ist. Ich habe schon überlegt, ob ich so. Es gibt ja diese Stäbchenknöpfe, also den man dann sozusagen quer durch und dann drehen und dann, na, passt er ja. Ich denke, auf sowas wird es dann wohl rauslaufen. Oder was für Umschläge man da stricken sollte, dass dann ein vernünftiges Knopfloch rauskommt mit einem Umschlag. Aber tatsächlich auf beiden Seiten, also bin gespannt. Naja, also mein Neuanschlag, die Kimono von Karin Schneider, Katrin Schneider, ja, aus der Rerum Natura in einem richtig geil knalligen Rot. Es ist leider nicht ganz das Rot der Wand. Ein bisschen dunkler, aber es ist halt so ein richtig schönes Rot-Rot-Kirschrot. Und ich bin, ja, also ich finde es jetzt schon mega. Also ich kann mir jetzt auch einfach anhand des Kragens schon richtig gut vorstellen, dass die Jacke auch so richtig diese Mitte trifft aus Stand und ein bisschen was, na, robusteres für eine Strickjacke. Also nicht so ein Kuschelwölkchen. Aber auch gleichzeitig so schön dicht, aber auch nicht zu schwer. Das wird, glaube ich, richtig, richtig, richtig gut. So, das war's schon mit dem Werken und der Hausaufgabe. Es ist nicht super viel Verschiedenes, aber es ist an allem was gewachsen, an manchen auch richtig was gewachsen. Ich bin ganz happy, was jetzt die 2 Wochen hier so ja, rumgekommen ist. Pausenverkauf in diesem Sinne gab es nichts. Habe ja letztes Mal dafür ordentlich zugeschlagen gehabt, deswegen jetzt diesmal tatsächlich. Erstmal nichts Neues dazu gekommen. Und dann können wir eigentlich gleich rüber ins Lehrerzimmer. Nachdem ich ja letzte Woche mich schon sehr ausführlich zum Thema Ukraine geäußert habe,
wollte ich heute eigentlich nur noch mal, ach, ich weiß auch nicht. Es ist, ja, na, wir haben Krieg, wir haben jetzt eine Rohstoffknappheit, Rohstoffkrise gerade in bestimmten Bereichen. Gleichzeitig haben wir noch immer noch Corona, eine Pandemie. Es ist die nächste Mutation lauert um die Ecke. Um mich rum schlagen die positiven Infektionen ein wie nix. Also ich toi toi toi, bin ja immer noch jungfräulich, zumindest meines Wissens nach. Wenn, dann hat ein Test nicht angeschlagen und ich habe es nicht gemerkt, aber so viel ich weiß, hatte ich es noch nicht. Und das dürfen wir auch nicht vergessen. Also, na, hier, Maske, alle Maßnahmen weg. Und ich denke mir, um mich herum steckt sich alles und alle an. Und habe jetzt eben auch immer mehr Leute, die schon auch sagen, naja, sogar wenn sie geimpft waren, deswegen vielleicht Gott sei Dank einen nicht so dramatischen Verlauf hatten, siehe Intensivstation, sondern tatsächlich nur halt wie eine Grippe mal eine Woche richtig flach liegen, sind ganz viele dabei, die eben aber auch sagen, dass sie durchaus noch lange danach damit zu kämpfen hatten in den verschiedensten Varianten. Also ob das jetzt die Kurzatmigkeit ist oder die Schlappheit, die Kraftlosigkeit, kennen Leute, die sagen eben auch diese Konzentrationsschwächen. Das Zeug, na, das wissen wir ja, das ist das Problem. Es ist halt nicht eine normale Grippe, weil es eben auch andere Organe angreifen kann, wo vielleicht Dinge passieren, die man jetzt noch gar nicht absehen kann. Oh, es gilt halt immer noch, wenn es geht, lasst euch impfen, haltet Abstand. Womöglich tragt Masken, Hände waschen, Hände waschen, Hände waschen. Ja, vermeidet große Ansammlungen von Menschen in geschlossenen Räumen und wenn, dann lüften, lüften, lüften. Also das scheint wirklich viel zu helfen. Und ja, also es macht mir auch immer noch große Sorgen neben dem ganzen anderen Zeug. Und ganz, ganz hinten dran und eigentlich aber ganz, ganz vorne dran haben wir auch immer noch sowas wie eine Klimakrise gerade im Laufen. Also hier, Fukushima, gab es schon wieder ein Seebeben und ein anrollender Tsunami. In anderen Teilen der Welt wird jetzt bald wieder losgehen, dass wir Brände erleben, ja, so schlimm, wie wir sie Jahre davor nicht gesehen haben. Ich möchte nur daran erinnern, es sind jetzt, glaube ich, schon wieder 2 Jahre her, Australien und Kalifornien. Ne? In Brasilien wird immer noch der Regenwald abgebrannt, weil wir halt Getreide anbauen müssen für Fleisch oder Soja anbauen müssen für Fleisch, das muss man einfach mal so sagen. Sorry. Ja, also im Moment ist es sehr schwer, noch einen hellen Gedanken zu fassen. Und ich möchte euch aber heute wirklich gerade das eben mal mitgeben, also Psychohygiene. Wenn ihr merkt, dass es euch nicht gut geht, dann fahrt den Nachrichtenkonsum runter. Ja, es ist wichtig, dass wir informiert sind. Es ist auch wichtig, dass es uns nicht komplett am Arsch vorbeigeht, zu Deutsch gesagt. Aber es ist auch wichtig, die eigene Psyche im Blick zu behalten. Und es ist okay, mal zu sagen, ich kann mir das heute nicht anschauen. Oder ich brauche mal Pause von Social Media. Oder ich gucke einmal am Tag Nachrichten, aber nicht jede Stunde dauernd brandaktuell oder alle 10 Minuten aufs Handy oder so. Also nehmt euch diese Pausen, nehmt euch diese Zeit, so es denn möglich ist. Tut Dinge, die euch gut tun, bewusst auch. Also es ist wirklich eine Sache, bewusst zu entscheiden, ja, ich habe da einen Termin und dieser Termin ist, dass ich eine Stunde auf dem Sofa hocke und stricke oder keine Ahnung, zock oder meine Pflanzen mache oder ein Sauerteigbrot backe oder was auch immer. Also es geht einfach darum, dass Zeit für sich selbst, wo man Zeit hat zum Runterkommen, zum Reflektieren, zum Abschalten, auch ein geplanter Teil des Tagesablaufs ist. Und ich weiß, das ist ein Luxus, aber vielleicht müssen wir uns auch mal angewöhnen, unsere Gesellschaft, das auch als, ja, einen wichtigen Teil des Tagesablaufs, der Wochenplanung oder was auch immer zu sehen, ne? Dass es eben nicht so ist, ach, heute habe ich mal Zeit dafür, sondern dass ich, wenn ich meine mir zur Verfügung stehenden Stunden für die Woche aufteile, was ich mache, auch explizit Anzahl an Zeiten XY einplane, die fix dafür da sind, dass ich da mal was für mich tue oder eben auch mal nichts tue oder was auch immer. Und wenn das nur 15 Minuten sind. Und dann das Handy aus, wirklich. Und auch keinen Anruf annehmen. Und
Also ja, ihr wisst schon, wie ich meine. Ne? Ja. Und das auch, ich finde auch, dass man das auch so kommunizieren kann, weil ich weiß dann, na, man, ihr kennt es doch alle, irgendjemand fragt, dann, ja, nee, und ich habe voll viel zu tun und so, und eigentlich hat man einfach nur keinen Bock. Und ich würde mir wünschen, wir würden in der Gesellschaft mehr dazu hinkommen. Man muss ja nicht sagen, ich habe keinen Bock auf dich, weil das ist ja oft gar nicht der Fall, sondern man kann es ja auch charmanter formulieren und sagen, du, nee, ich brauche halt einfach mal Zeit für mich. Ja, und dass das aber auch akzeptiert ist dann, dass man sagt, ja, ist okay, du, verstehe ich voll. Ja, und in Zeiten wie diesen, und ich möchte immer wieder daran erinnern, zu all dem Scheiß, der gerade läuft, haben wir alle 2 Jahre Corona in den Knochen. Und ich bin mir sicher, dass das bei uns allen psychisch Lasten hinterlassen hat und hinterlässt gerade noch, die wir vielleicht im Moment noch wegdrücken oder überarbeiten oder wie auch immer, aber die wir merken werden oder die auch jetzt schon merkbar sind. Also ich merke es an mir zum Beispiel, ich werde immer schusseliger. Also ich habe mich neulich, ich wirklich in letzter Zeit denke ich mir dauernd, was ist eigentlich mit mir los? Ich kann mir nichts merken. Also alles, was ich nicht aufschreibe, ist weg. Ich kann es mir nicht für einen Tag merken, ich kann es mir manchmal nicht für eine Stunde merken. Und ich glaube schon, dass das was mit der Kapazität zu tun hat in meinem Kopf, die normalerweise frei ist für sowas, die aber einfach ausgelaugt ist, ausgelastet ist mit anderen Dingen, dass da Energien fehlen, dass die Resilienzen einfach niedriger sind oder ausgeschöpft sind. Ja, genau. Das ist tatsächlich, ja, macht's besser als ich, keine Ahnung. Ich schaff's auch nicht immer, aber wie sage ich meinen Schülern immer, macht nicht, was ich mache, sondern macht, was ich sage. Ja, genau. So, das zum einen. Und dann wollte ich euch noch eine, ja, bisschen was Schönes erzählen an der Stelle auch mal. Denn ich denke, auch das gehört dazu, dass man sich vielleicht auch mal gezielt nach guten Nachrichten umschaut. Das ist nämlich leider auch so eine Krankheit unserer Gesellschaft, dass wir ja uns auch ständig nur mit schlechten Nachrichten umgeben oder die auch nur präsentiert bekommen. Anstatt zwischendurch vielleicht auch mal gezielt nach dem Guten zu suchen. Und wir haben jetzt an der Schule mehrere Aktionen laufen. Wir werden ein Friedensfenster gestalten. Also ein Fenster, das thematisch mit Frieden gestaltet wird. Ein ganz groß im Eingangsbereich, im Foyer. Was ich total schön finde, meine SMV ist da sehr engagiert dahinter. Dann haben wir jetzt eine Aktion gestartet an der Schule. Also bei uns in Nürnberg ist es jetzt so, dass die Stadt SMV zusammen mit der Stadtreferentin eine Spendenaktion eingeleitet hat und wir an der Schule haben jetzt gesagt, hey, wir machen das übers Flaschenpfand, also weil sowieso fast jeder Kollege inklusive und jede Kollegin inklusive mir, wir haben fast alle irgendwie eine Tüte, eine Box, irgendwas rumstehen, wo die Schüler ihre Pfandflaschen rein, weil die schmeißen die sonst auch einfach in den Müll. Also ich bin manchmal erschrocken, wie wenig Gespür dafür da ist, was da für Geld weggeschmissen wird im Verlauf einer Woche. Und ich sammle das eigentlich immer, ich sage immer, hey, ich hänge da einen großen Beutel hin, wenn der voll ist, bringe ich ihn weg. Alles Geld, was zusammenkommt im Verlauf des Jahres, geht in die Klassenkasse. Wir gehen am Ende des Schuljahres ein Eis, eine Pizza essen, irgendwas. Wir machen irgendwas Schönes davon. Und jetzt haben wir eben gesagt, naja, da das eh fast alle machen, könnten wir ja jetzt einfach mal für 2 Wochen das Flaschenpfand sammeln an der ganzen Schule. Zusammenschmeißen, das, was da rauskommt, das spenden wir dann eben an diese Aktion hin und die geht zugunsten von Schülern, die jetzt aus der Ukraine flüchten mussten, wo die Stadt Nürnberg jetzt eben so mit Erstpaketen unterstützen möchte oder was halt sonst gebraucht wird, weil natürlich die Schultasche packst halt als letztes ein, wenn du abhauen musst, ja. Genau, also da tut sich gerade was und ich muss ehrlich sagen, ich bin ganz positiv überrascht, wie empathisch unsere Schüler darauf reagieren. Ich glaube, dass wir über die letzten Wochen von der Angst einiges abfangen konnten und die doch aber auch sehr interessiert und empathisch eben dem Ganzen jetzt gerade gegenübertreten. Man muss ja dazu sagen, wir haben ja auch teilweise noch Schüler an den Schulen sitzen, die aus dieser ersten Welle möchte ich nicht sagen, das ist das falsche Wort. Aus der ersten großen Anzahl Geflüchteter damals 2015 zu uns gekommen sind und dann jetzt eben seitdem auch bei uns sind, bei uns an den Schulen sind. Und das ist auch sehr spannend, da jetzt nochmal drauf zurückgreifen zu können. Also da entstehen oft nochmal ganz neue Gespräche, wo unsere nicht geflüchteten Schüler eigentlich auch immer noch ganz viel mitnehmen können. So. Sorry, wenn es hier gerade etwas unruhig wirkt. Der Kater ist jetzt gerade hier angekommen. Jetzt weiß ich nicht, ob er hoch will oder nicht.
Gerade eben steht er noch neben mir und schnurrt. Na gut, bleibst du da unten. Mag sich heute nicht zeigen. Es wird jetzt große Enttäuschung herrschen, mein Freund. Ja, genau. Aber also das mal so als schöne, als gute Nachricht. Da wächst eine Generation nach, die, glaube ich, mit solchen Themen ganz, ganz anders umgeht als vielleicht die älteren Generationen. Ich möchte jetzt nicht alle über einen Kamm scheren. Ich weiß, dass da ganz der Großteil wahrscheinlich auch wirklich ganz offen und freundlich und hilfsbereit ist. Aber wir wissen halt auch, dass nicht alles da immer proper funktioniert hat. Und deswegen mal schauen, wie das in Zukunft so werden wird. So, zweite gute Nachricht, nicht aus der Schule, sondern aus der Tierwelt. Ich habe ja neulich auf Instagram schon mal gepostet, der Tierladen meines Vertrauens hier in Nürnberg. Auch an dieser Stelle appelliere ich deswegen immer wieder, unterstützt den kleinen, inhabergeführten Einzelhandel. Die ist Katja Zoo-Eckler, also für alle, die hier aus der Gegend kommen, gerne mal vorbeischauen. Die hat mich vor 2 Wochen, als ich meine Wochenlieferung Katzenfutter geholt habe, hat mich angesprochen, hat gesagt, sie möchte was tun und sie hat jetzt so Pakete, Hilfspakete geschnürt für, und das darf man nicht vergessen, viele dieser Menschen bringen ihre Haustiere mit. Na, Hunde und Katzen sind da oft dabei. Da ist er. Jetzt hat. Hunde und Katzen sind da oft mit dabei und die kommen natürlich hier an und haben nichts. Wir sind dann vielleicht aufgenommen, aber auch die Gastfamilien sind ja oft nicht darauf eingestellt, dass da jetzt vielleicht Haustiere auch noch versorgt werden müssen. Oder haben dann halt für ihr Haustier, aber nicht für zusätzliche. Und deswegen hat die Katja jetzt eben das Angebot gemacht bei sich im Laden. Sie schnürt so Erstpakete mit allem, was man so braucht. Und so. Und heute habe ich wieder was sehr Nischiges für euch. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr das Spiel Werwolf kennt. Das ist so ein Spiel für eine Gruppe, wo jeder eine Rolle hat und am Ende geht es darum zu erraten, wer welche Rolle spielt. Und also tatsächlich, wir spielen das mit den Schülern sehr gerne. Ich kenne das auch früher noch so von Jugendfreizeiten und so. Ein ganz witziges Spiel. Und die Rocket Beans, also es dauert jetzt zu lang zu erklären, wer die Rocket Beans sind. Wer sie kennt, kennt sie, wer nicht. Es ist ein Gaming-Sender, der hauptsächlich auf Twitch und YouTube stattfindet. Die Rocket Beans spielen das live, in Twitch normalerweise. Man kann sich das jetzt eben aber auch nachträglich immer auf YouTube angucken. Ich werde euch da ein paar Spielrunden verlinken. Und spielen da immer so 3 Runden mit 10 Leuten. Und es ist also wirklich stellenweise super, super lustig, weil du als Zuschauer natürlich siehst und weißt, wer ist, und dann aber den anderen zuzugucken, wie sie versuchen, das rauszufinden oder eben schwindeln. Das ist einfach, ich kann mich da amüsieren, ich kann da gut bei abschalten. Also wer Werwolf mag und vielleicht auch was mit den Rocket Beans anfangen kann, wenn der Kater Krawall macht, den möchte ich gerne mal dahin schicken, gibt es auf YouTube zu gucken. Wie gesagt, ich verlinke euch die eine oder andere Spielrunde mal unten. Und ich bleibe aber gleich bei den Rocket Beans, denn ich habe euch ja letztes Mal Vox Machina oder vor 2 Mal Vox Machina empfohlen, dieses Pen and Paper Zeichentrick-Serie, die aber auch auf einer echten Pen and Paper Runde besteht. Und wer jetzt dann vielleicht so gesagt hat, Pen and Paper kenne ich gar nicht, kann ich nichts mit anfangen. Also das ist ein Rollenspiel, wo jeder eine Rolle übernimmt und man dann gemeinsam ein Abenteuer spielt. Es gibt einen Spielleiter, der dann immer ansagt, was jetzt passiert, und alle Handlungen werden durch Würfeln bestimmt. Also ob dir die Handlung gelingt oder nicht, bestimmt ein Wurf. Also macht tatsächlich Spaß, auch selber zu spielen, aber es kann auch echt super spannend sein, zuzugucken. Und auch da haben die Rocket Beans eben schon seit Jahren ihr Format Spitze Stifte, wo sie eben Pen and Paper spielen. Und da gibt es, ich sag mal, einsteigerfreundliche Runden und dann aber eben auch welche, die, ich sag mal, wo man schon ein bisschen drin sein muss im Thema, aber auch da würde ich euch gerne was verlinken. Also einmal hat
haben sie nämlich zusammen mit den Kirchen und ich glaube Funk ein paar Runden gespielt zu historischen Ereignissen, was ich super spannend fand. Also die würde ich euch mal verlinken unten. Und dann haben sie aber auch noch hausintern sozusagen längere Runden, die dann über mehrere Folgen auch gehen, gemacht, wo es dann eher so in den Fantasy- oder Sci-Fi-Bereich reingeht. Aber da gibt es auch wirklich ein, zwei richtig gute Sachen, die ich euch da ans Herz legen kann. Also wer Lust hat, mal so in diese Welt reinzuschnuppern, oder wem zum Beispiel so Sachen wie, ja, keine Ahnung, wer zum Beispiel gerne Rollenspiele vielleicht auch spielt, jetzt am Computer oder an der Konsole, dem kann ich das nur mal empfehlen. Dem lege ich das ans Herz. Also die gehen dann oft wirklich so auch 3, 4 Stunden. Das kann man wirklich so schön nebenbei laufen lassen. Und also ich kann mich da gut amüsieren dabei, den Leuten zuzuschauen, wie sie eben versuchen, in ihren Rollen da die Abenteuer zu bestreiten. Das ist schon teilweise sehr spannend, manchmal auch einfach super lustig. Und ja, das ist mein Tipp für euch heute. Also zweimal die Rocket Beans mit seichter, in Anführungszeichen, Unterhaltung, aber Dinge, die man sich da ganz gut angucken kann. Und wem das alles zu sehr, ja, wer mit sowas gar nichts anfangen kann, dem lege ich als drittes nochmal die Rocket Beans ans Herz. Und zwar nämlich gibt es bei denen auch etwas, das heißt die Referateshow. Da treten immer 4 Leute, glaube ich, gegeneinander an, die eine Woche vorher ganz zufällig irgendein Thema zugelost bekommen, über das sie dann eine Woche später ein Referat halten müssen. Und das ist also zwischen informativ und urstkomisch. Die werden dann auch bewertet auf ihr Referat und na, es gibt dann auch immer den Sieger des Tages. Und also das ist manchmal echt einfach zum Schreien. Also manchmal kriegen sie so komische Themen. Ich glaube, die machen das wirklich mit der Zufallstaste bei Wikipedia. Also einfach so, zack, Zufallstaste. Gibt's, kann man bei Wikipedia machen, sagen, ja, zeig mir irgendwas. Und dann Zufall eingeben. Also super witzig, was da manchmal bei rauskommt. Und ja, ich bin immer wieder also wirklich erstaunt, so Sicherheit bei absoluter Ahnungslosigkeit ausstrahlen. Haben manche von denen echt gut drauf. Und also auch das wirklich zwischen, wie gesagt, informativ und wahnsinnig witzig. Auch hier eine Empfehlung. Vielleicht ist ja sogar was dabei, was für euch super interessant ist vom Thema her. Auf jeden Fall auch das eine Empfehlung, alles kostenlos bei YouTube anzugucken. Ich verlinke euch alles unten. So, jetzt aber genug Werbung für die Rocket Beans. Ich mache Schluss für heute. Ich wünsche euch schöne 2 Wochen. Der hier auch. In diesem Sinne wünsche ich euch schöne 2 Wochen. Erholt euch gut, so gut wie es geht. Nehmt euch Zeit für euch. Denkt dran, für mich ist auch die letzte Runde. Macht's gut.